So, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir hier ein paar Sachen durchgelootet. Die letzten zwei Folgen waren reine Weg- und Loot-Folgen. Und wir gucken jetzt mal, wir sind in der Nähe vom Parkhaus. Und unser eigentliches To-Do ist ja, in das Parkhaus hinzugehen, um da Benzin zu bekommen, damit wir den Generator bei unten rechts bei Fuck Federal Gate ja, öffnen können. Und wir haben aber schon herausgefunden, dass in der Nähe vom Parkhaus, und zwar da oben, wo noch das andere Fragezeichen ist, eventuell ja, WLFs sind, ne? Und wir werden jetzt einfach mal hier oben, weil es so schön ist, nochmal kurz hier hochrennen. Ich war nämlich der Meinung, dass wir in der letzten Aufnahme-Session, zwar hier oben waren. Warte mal, gab es hier nicht noch Sachen? Ja und nein. Also ja, es gab Sachen, aber also. Hörst du das? Genau. Ich höre es. Infizierte. Klingt, als ob sie in dem Gebäude sind. Das wird richtig übel, Da oder? wollen Zumindest wir sind wir eigentlich bereit. nicht rein. Gut, sind wir wirklich bereit oder tun wir nur so, als ob wir bereit wären? Also wir haben, eieiei, nur noch einen Schuss mit dem, sechs Schuss mit dem. Da werden wir erstmal schön schnell wechseln. Weil vier Schuss und zwei Schuss ist jetzt nicht die Welt, muss man mal ganz klar sagen. Gut, wollen wir hier schon rein? Also eigentlich müssen wir ja da rein, weil hier soll ja. Hier soll ja das Benzin sein, was wir ja benötigen für die andere Geschichte. Also, wir haben hier Klicker. Nee, da wollte ich gar nicht hingucken. Wir wollten jetzt in den Lauschmodus gehen, weil ich wollte mich jetzt mal gucken, ob ich sneaky-technisch. Also, wir haben Klicker und Runner hier drin. Ich würde jetzt behaupten, dass hier vorne bei uns jetzt hier in dem Raum ist ein Klicker und hinten sieht so aus wie ein Runner. Jetzt ist die Frage. Das habe ich sogar noch. Okay, komm, wir probieren es. Wie immer, Sneaky Ninja Style. Und schauen mal, ob wir das überhaupt hinbekommen. Ich sehe uns da nämlich nicht. Das jetzt alle? Okay. War's das? Ich höre nichts weiter. Suchen wir das Benzin. Ja. Nö, ich will erstmal. Geschworener zu sein. Bestimmt cool. Du setzt dich hin, siehst dir Beweise an, versuchst ja herauszufinden, ob einer lügt. Gib mir nur 5 Minuten und mein Messer. Ich sag dir, ob jemand lügt oder nicht. Oh, wow. Genau. Okay. So, gibt es denn hier noch irgendwelche Sachen, die die Jungs und Mädels eventuell haben fallen lassen, wie er hier?
Wir looten jetzt ganz in Ruhe, weil wir haben ja hier nichts weiter. Ja, kannst du die Flasche noch nehmen? Danke. Wir haben ja nichts weiter jetzt hier vor Ort. Und vorne war auch noch was. Und dementsprechend können wir ganz in Ruhe hier uns mal die Sachen anschauen. Bücherregale. Nice. Wir sind ja in einem Gerichtsgebäude, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und hier dürften vielleicht noch ein paar Sachen rumliegen. Die Pillen, ja genau. Gerichtsgebäude. Du hast 124 Sätze, drücke, um die Verbesserung im Menü aufzurufen. Okay. Was wollen wir denn machen? Also, wir haben einmal den Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Wir haben einmal... Warum kann ich die nicht machen? Muss ich erstmal den Lauschmodus erlernen, damit ich andere Sachen freischalten kann? Lehrling. Mhm. Erhöhe die Geschwindigkeit bei der Verwendung eines Medikits. Definitiv. Was haben wir hier noch? Ah, ich könnte jetzt... Kann ich das nochmal? Nee, kann ich nicht. Okay. Verbesserte Gesundheit. Erhöht die maximale Gesundheit. Jawohl. Da sehe ich mich. Und das war's. Das heißt, ich bin also gezwungen, die Pillen nacheinander einzusetzen. Gar nicht mal auszusuchen, welchen Skill, Tree, Baum ich bevorzuge. Weil ich muss die Dinger einfach nacheinander durchführen, ne? Das ist natürlich ein bisschen... Ah. Ich hätte das gerne noch ein bisschen anders gelöst, because of the Lausch-Modus, den brauche ich. Oder der, den... Ja, ja, okay. Vielleicht sollte man den mehr nutzen. Ich nutze den halt nicht so oft. Ja. Dementsprechend, ne, hier ist alles soweit safe. Das heißt, ich muss jetzt da wieder durch. Aber jetzt kommt der Witz. Guck mal, wir gucken uns jetzt hier den Lauschmodus an. Wir hören, wir sehen erstmal nichts. Hey, hilf mir mal. Komm mal. Und jetzt werden wir gleich bestimmt ganz viel Spaß haben. Schon mal in einem Gericht? Nein. Willst du mir erzählen, dass du in Boston nie Ärger hattest? Oh, ich hatte Ärger. Schade. Aber ich bin nie vor Gericht gelandet. Oh Gott, wir kommen nach oben. Aber nein. Okay, aber wir haben zumindest hier schon mal keine weiteren Untoten. Zombies, Klicker, Runner. Geschweige denn... Stimmt, wir haben noch so ein Fetzer kann man noch nicht gesehen, wa? Ui. Weil die Fettsäcke sind immer nicht so nice. Hier ist was echt Übles passiert. Das Parkhaus. Das Benzin ist da drin, oder? Basement. Stand es auf dem Zettel. Naja. Also wir haben Level 1, Magister Office Probability, Level 2, General Destruction. Courtroom, Judge, Level 1, Lobby, Bullet Office und Basement. Also wir müssen auf jeden Fall zum Basement. Oh, das ist alles ganz schön dunkel. Das ist die Frage. Müssen wir jetzt mit dem Fahrstuhl runter? Müssen wir runterklettern? Müssen wir eventuell hier rein? Flasche? Okay, Flaschen. Ganz viele Flaschen wieder hier. Oha. Das sieht nicht gut aus. So, was haben wir denn hier? Benny! Hey, hey! Der WLF gewinnt. Die Stadt kann jetzt jeden Tag fallen und wenn du Fedora nicht verlässt, kann ich dich nicht mehr schützen. Bis vor kurzem konnte ich beinahe verstehen, warum du noch bei denen bist, aber... Nach dem Marktmassaker am Donnerstag begreife ich nicht mehr, wie du uns allen ernstes, fehlgeleitete Mörder nennen kannst. Diese Leute wollten nur etwas zu essen für ihre Familien. Und seit heute werden Leute wegen Volksverhetzung ausgewiesen? Das ist ein Todesurteil. Hör zu, du hast noch Zeit. Ich werde für dich bürgen. Triff mich um Freitag. Ja, wahrscheinlich trifft mich am Freitag um 2 Uhr am Rustin Coffee alleine. Bitte komm,
Ich weiß, dass es beängstigend ist, aber es ist der einzige Weg. Deine Freundin Sandra. Ihr wart selbst schuld, nehme ich an. Okay, leider kann ich in die Taschen immer noch nicht reinschauen. Weil da werden sich natürlich bestimmt ein paar Sachen verstecken. Ist so geil. Gucken wir erstmal rein hier. Oh, hier haben wir noch ein Schreiben. Von der Fedra. Bekannte GLF-Agitoren. Die folgenden Personen sind unsere wichtigsten Ziele bei allen Antiterror-Operationen. Emma Patterson, Schmuggelfälschung von Lebensmittelkarten, Volksverhetzung. Jason Patterson, Schmuggelvolksverhetzung, Terrorismus. Marcus Wilson, Schmuggelterrorismus. Luis Sanchez. Isaac? Okay. Hugo Gonzalez und Allison Cole. Ermordung eines Federers Offiziers, Volksverhetzung, eingekreist. Die Pattersons und Sanchez sind tot. Dixon ist nachgerückt. Er ist jetzt unser wichtigste Zielperson, Sergeant Ward. So was auf der anderen Seite? Ah, guck mal. Erinnerung. Alle von Verdächtigen konfiszierten Gegenstände müssen im Büro weggeschlossen werden. Der Code ist 860722. Okay. 860722 steht übrigens auch hier. Ja, das könnte nützlich sein. Das ist nicht nur nützlich, das ist verdammt nützlich. Sag mal hier. Nur für den Dienstgebrauch. Federal Disaster Response Agency. Bericht für das Federal Zentralkommando. Der WLF unterlegen und wollten fliehen. Wie groß ist diese Gruppe, wenn sie die Armee schlagen können? Man braucht nicht viele, wenn man so brutal ist. Wir müssen vorsichtig sein. Darf ich jetzt vorlesen? Danke. Okay, Jesse. Was? Betreff Seattle QZ gefährdet zu Händen Captain Paul Douglas. Trotz aller Anstrengungen wird die Seattle Quarantänezone in der terroristische Vereinigung fallen, die sich Washington Liberation Front nennt. Wir haben ihre Fähigkeiten unterschätzt und zentrale Stellungen in der ganzen Stadt verloren. Die Notstandspläne wurden eingeleitet und wir bereiten den Abzug unserer besten Kräfte aus der QZ innerhalb der nächsten 24 Stunden vor. Ich werde hier die Stellung halten, bis auch der letzte Offizier in Sicherheit ist. Die Protokolle, die ich angelegt habe, werden zeigen, dass ich mein Bestes für diese Stadt und ihre Einwohner gegeben habe. Jetzt sind sie von uns befreit und der Gnade der WLF ausgeliefert. Wir werden sehen, wie die WLF eine Gemeinschaft von mehreren tausend versorgen und unterbringen kann. Sollen die sich doch um den Unmut in ihren eigenen Reihen kümmern? Sollen die sich doch mit diesen religiösen Fanatikern herumschlagen? Zwangsläufig wird irgendwann irgendjemand sich für jedes vermeintliche Unrecht verantwortlich machen. Ich wünsche fast, ich könnte dabei sein. Leutnant Carmelo Torres. Ja, du, kann ich nachvollziehen? Kann ich nachvollziehen. Dass er da so eine Sichtweise hat, ne? Also, viele sagen immer, okay, sie machen es besser oder denken, sie machen es besser. Sollen sie es doch einfach mal machen. Ja, dann werden sie schon sehen, dass manche Sachen halt doch nicht so einfach sind. Ja. Weil meckern ist immer leicht. Ja. Aber besser machen oder, halt besser machen, ne? Besser machen ist eben halt dann immer sehr schwierig. Trainingsbücher enthüllen neue Verbesserungszweige. Okay. Lesen. Vorbereitung zur Anleitung zum Überleben für die schweigende Mehrheit. Todd Garrett. Okay. Was kann ich jetzt damit machen? Kann ich das auch umdrehen? Nein. Ich kann es nur weglegen. Neue Verbesserungszweig. Fertigung. Drücke, um anzuzeigen. Okay, was haben wir jetzt hier? Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen an. Schnellere Fertigung. Rauchbomben. Ja, Leute, jetzt habe ich so viel verbraten. Aber das hätte ich vorher wissen müssen. Na, schade.
Gut. Das konnte ich jetzt nicht vorher wissen. Ach, guck mal hier, ist ja der Safe. Warte mal, was war das für ein Code? 860722. Also, gehen wir mal ein. 862, also 86, 86. Der war falsch. Wie war das noch? Hey, warte mal, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Ach, 860 860 0722. Okay. Ja, ich und Zahlen mir merken, ist immer so eine Sache. Also 8607. Jetzt haben wir es gleich. 0722. Ah, es sieht schon besser aus. Was hast du für mich? Genau. Alkohol. Schöne Sachen. Schön, schön, schön. Nehmen wir auch noch ein bisschen Alkohol. Alles nice. Jetzt können wir doch uns eigentlich wieder den Molly machen. So, Mollys sind, ja, Molly, also Molotov-Cocktails finde ich persönlich nice. Because of sehr nice. Also ich finde es schon mal sehr geil. Oh Mann, jetzt wollen wir da runterklettern. Habe ich ja gar keine Lust drauf. Ja, ich drücke X. Vorsichtig. Ach so. Das ist die Frage, muss ich nach unten? Muss ich nach da oben? Also ich gehe mal von aus, wir müssen runter. In den Fahrstuhl, weil wir müssen ja runter ins, zum Basement. Und hier ist alles unter Wasser gestellt? Oh nein, ich sehe es doch hier schon wieder kommen. Weil unter Wasser heißt ja wieder für mich, ich kann auch dann wahrscheinlich keine Molotov-Cocktails zünden. Wenn jetzt da Infizierte sind. Shit! Wo kommt der denn her? Wo sind die? Da ist er. Hektisch! Noch einer? Scheiße. Alter. Ich glaube, das war's jetzt. Die Fetcher-Typen sind mir aus dem Parkhaus rausgekommen. Verdammt. So holen wir das Benzin. Okay. Dann holen wir mal das Benzin. Ich würde gerne noch mal... Ey, es ist so richtig scheiße dunkel, wa? Ich würde gerne noch mal mir hier... kurz mich hier nochmal umschauen, bevor wir jetzt das Benzin holen, weil es könnte ja sein, dass wir hier Sachen, wie zum Beispiel so ist, übersehen. Und wir wollen natürlich nichts übersehen, ne? Also wir wollen schon alles mitnehmen, was so mitzunehmen ist. Oh, das war jetzt gerade ein bisschen hektisch. Mann. Gut. Scheint aber soweit so gut leer zu sein. Also heißt es, wir gehen jetzt mal hier unseren Benzinkanister füllen. In der Hoffnung, da ist noch was drin. Und, warte, wir haben Benzin. Das Blatt wendet sich. Beschreib's bloß nicht. Das Fuck-Fedra-Tor wartet auf uns. Das Fuck-Fedra-Tor. Kommen wir jetzt hier raus? Ja, wie wohl?
Durch die Tore hier, oder? Da ist ja unser Pferd. Hallo? Gibt es denn irgendeine Elektrik, die wir anschmeißen könnten? Wahrscheinlich nicht. Hier kann ich nichts klicken. Okay, warte mal. Wir können ja mal gucken. Kann ich hier Jump and Run technisch? Das sieht mir nämlich alles sehr nach... Jump and Run aus. Aber... Muss ich da oben lang spazieren? Hä, das Pferd ist doch da draußen. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Ah, Kette. Ich komme. Okay. Komm schon. Und... Loslassen. Okay, lass los. Gut gemacht, Babe. Danke. Gute gemacht, Babe. Okay, Tor. Könnte noch dauern, bis wir Abby und ihre Freunde finden. Vielleicht sollten wir uns vorher noch ein paar Vorräte besorgen. Gute Idee. So, wir könnten jetzt zum Fuck-Federator. Wir haben jetzt das Benzin gefunden. Wir könnten jetzt auch links in das Gebäude rein. Da sollten ja Vorräte sein. Da soll aber auch WLF sein. Hm. Das würde heißen, wir müssten... Ja, wo müssen wir da hin? Weil hier ist jetzt das Parkhaus. Wir laufen jetzt mal ganz kurz hier hoch. Du hast ja bestimmt die falsche Richtung, oder? Ja. Wir müssen zurück. Also wir müssen hier lang. Weil hier ist dieses Roasten Coffee. So, und hier soll... Hier. Wanted. Hier soll was sein. Wir gucken jetzt erstmal ganz kurz hier rein. Weil manchmal finden wir ja hier noch ein paar Sachen. In dem Fall ein bisschen Werkzeug. Geil. Ja, dann gucken wir doch mal hier rein. Hallo? Wer wird denn da gesucht? Kann ich leider nicht erkennen. So, hier gibt es wieder Notizen und ganz viel Loot-Stuff. Alter, da freue ich mich schon mal drauf. Geil! So, lass uns doch mal lesen. Hey Davis, such in unseren alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Ravine. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum. Mike. Okay. Falscher Knopf. Mike hat sich gekümmert, hier haben wir ein bisschen Munition, hier haben wir ein bisschen Werkzeug. War Joel nicht verrückt nach Kaffee? Machst du Witze? Er hätte fast alles für ein paar Bohnen gegeben. Ich hab's nie eine neue Sammelkarte. Schmeckt wie verbrannte Scheiße. Danke. Was für Big Blue. Wegen. So, was haben wir denn hier? Big Blue, echter Name, unbekannt. Intelligenz 100, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine, also er ist neutral. Big Blue ist ein Wesen aus einer anderen Dimension, das das Erscheinungsbild eines Blauwals angenommen hat. Es kam vor über einer Milliarde Jahren auf die Erde, um über die im Entstehen begriffenen Lebensform zu wachen. Und nutzt seinen unendlichen Quell des Wissens, um die Menschheit in Zeiten der Not und des Umbruchs zu führen. Sein unfassbares Alter hat einen großen Nachteil. Tage erscheinen ihm wie Mikrosekunden. Dieser Zeitverzerrungseffekt wird jedoch aufgehoben, wenn es die Luft anhält. Was es mehrere Jahre am Stück tun kann. Es ist ein Held. Geil! Big Blue. Gibt es nicht bei Mario Kart sogar eine Strecke, die heißt Big Blue? Egal. Mario Kart, anderes Game. So. Das heißt, wir haben jetzt hier so ein bisschen durchgelootet. Warte mal, da war doch noch was drin, oder? Ja, die Scheiben kannst du auch kaputt machen.
Eieiei, hier geht's aber noch ein bisschen tiefer rein. Was war das? Was? Zum Teufel. Oh, Pill. Oh, noch mehr Pill. Yeah. Überall rein. Keine Ahnung. Aber ich hasse das. Nicht nur du. Alter, das war jetzt mal... Was ist das? Barkus. Wenden. Barkus steht drauf. 900 Marine und 6. Keine Ahnung. Schauen wir uns mal um. Sehen wir doch mal nach. Ja, okay, du trägst es gerade ein. Das ist nämlich eine Straße, das heißt, es ist anscheinend irgendwo. Ich kann nochmal ganz kurz gucken. Ah, wie ich die Steuerung manchmal hasse. So, wo ist denn Barco? Okay, es wäre auf dem Rückweg. Wollen wir das? Ich lasse mich gerne von verschiedenen Sachen öfter mal ablenken. Ich weiß das. Ich mache das gerne. Ich mache das nicht gerne, sondern das passiert halt, wa? Also das forciert ja auch das Spiel so ein bisschen, dass du dich eben halt von deiner Haupt-Main-Story so ein bisschen ablenken lässt. Trollo, ey, was ist denn jetzt hier alles verkehrt? Okay, sie hat das durchgestrichen, das gemacht, das korrigiert. Okay. Dann gucken wir jetzt gleich mal weiter. Ich bin gleich wieder da. Ein Moment. So, da ist er wieder. Also, wir haben jetzt natürlich die ganzen Sachen abgeschlossen. Sind jetzt hier ein bisschen durchgerannt. Und wir könnten jetzt noch auf dem Rückweg quasi bei Barco vorbeigehen. Weil wir müssen jetzt nach unten rechts wieder zum Fuck Ferrator. Ja. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Wa? Also, wir gehen jetzt erstmal schön hier auf unser Ferdi. Vorwärts, Schimmer. Schimmer. Kann ich eigentlich währenddessen... Hast du Heimweh? Ein bisschen. Genau, dann die nächste rechts und dann geht's weiter. Ich vermisse ein Dach über dem Kopf. Weißt du, ich habe immer von einer Farm geträumt. Etwas außerhalb von Jackson. Was hast du gegen die Stadt? Ich weiß nicht. Mir gefällt der Gedanke, Platz zu haben. Klingt einsam. Ja, wenn man es alleine macht. Okay, dann werden wir also... Schafe züchten und Kühe melken? Hast du dich lustig über mich? Nein, das klingt eigentlich ziemlich schön. Wirklich? Ja, wirklich. So, nicht wundern, ich wollte ja eigentlich woanders jetzt lang, aber hier oben waren wir noch nicht. Und ich möchte natürlich nichts verpassen, deswegen dachte ich mir, gehen wir doch jetzt mal hier lang. Eigentlich müsste ich jetzt da unten noch mal langlaufen, um zu gucken, ob ich da irgendwas finde, was noch an Loot mitzunehmen sein könnte. Machen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen uns jetzt einfach hier... Na, wir gehen jetzt einfach mal zu Fuß. So, hier sind wir... Jo. Vorne... Hier gibt es noch eine schöne Bushaltestelle. Vielleicht ist ja hier nochmal was drin. Nein. Gut. Jetzt gehen wir erstmal mit dem Schlüssel in das Wohnhaus. Weil wir sind zwar auf dem Weg. Kann ich eigentlich auch hier runter? Oh Leute, es ist so weitläufig und ich könnte so viel Scheiße machen. Das ist doch schon wieder Kacke. Okay, komm, wir laufen jetzt nochmal ganz kurz hier unten lang. Das machen wir jetzt noch. Das ziehen wir jetzt durch. Die Folge wird ein bisschen länger. Aber, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Wir gucken uns jetzt mal hier nochmal auf die Schnelle ein paar Sachen an. Vielleicht finden wir ja noch was Feines, Interessantes. Und was mir auch aufgefallen ist, Ellie kann ja mittlerweile schwimmen. Im ersten Teil konnte sie das ja nicht. Da war doch gerade noch eine Geschichte.
war ein Offizier. Unterwegs okay. in einem Truck mit Ration? Hm. Vielleicht wollte er sich verstecken. Ohne Erfolg. Ja, sieht ganz so aus. Na, lass uns doch mal reinhüpfen. Vielleicht finden wir hier noch ein paar Notizen oder sowas hier zum Beispiel. Ja, genau. Oder Munition im besten Fall. Hier war doch gerade noch eine Notiz. Da. Gut, lass uns das mal lesen. Es ist alles vorbereitet. Wir werden warten. Wenn wir den Konvoi abgefangen und die Federal-Offiziere gefangen genommen haben, kannst du deinen Posten verlassen und dich uns anschließen. Ich weiß, dass du viele Risiken auf dich genommen und in ständiger Angst gelebt hast, entdeckt zu werden. Wir wissen deine Loyalität gegenüber unserer Sache sehr zu schätzen. I see. Okay. Aber irgendwie hat es ja dann doch nicht so sein sollen, dass du da lebend davon gekommen bist. Zumindest würde ich jetzt mal so schätzen. Okay, also hier können wir nichts weiter machen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier oben lang. Ob es hier noch schöne Sachen gibt. Es hat sich ja schon minimal wieder gelohnt, an der Seite da lang zu gehen, weil wir haben jetzt natürlich wieder neue Baumaterialien bekommen, um unsere Waffen am Ende zu verbessern. Und die Frage, die andere Frage, die ich mir hier stelle, ist eben halt, kommen wir hier irgendwann mal nochmal vorbei? So, das heißt, hier haben wir nichts weiter. Da müssten wir danach nochmal gucken gehen. Wir gehen jetzt aber erstmal nochmal wieder hier hoch, weil, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, müssten wir in das rote Backsteinhaus da vorne, wo wir jetzt drauf zulaufen, reinkommen. Das müsste ja die Bakeries, dieser Bakerschlüssel sein. Barkos Delivery Rear. Guck mal an. Hier können wir zum Beispiel wahrscheinlich jetzt ins Gebäude rein. Richtig? Sieht sehr danach aus. Guck nochmal ganz kurz hier um die Ecke. Was uns hier eventuell erwartet. Nichts. Das finde ich gut. Wo ist denn jetzt Dina? Dina? Auf einmal steht sie hinter mir. Versteht ihr? Gut, in der nächsten Folge werden wir da reingehen und gucken, was uns da drin erwartet. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder Spaß. Und ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen.